Hier ist LCR, die beste Country Music der Stadt, täglich von 0 bis 24 Uhr. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Themensendung. Und diesmal haben wir eine Themensendung, die hat uns selber zum Thema, nämlich Unternehmen 1230, der Kultur- und Sportverein. Der ist entstanden aus Rotauner Bewegen Rotaun und untergliedert sich in drei Sektoren. Wie gesagt, schon LCR Radio, Kenny den Stompers, der Linedance Club. Dann haben wir noch unseren Veranstaltungssektor und jetzt als Neuest haben wir auch eine All-Style-Gruppe. Und wir haben da die verschiedensten Veranstaltungen, das sind 14 bis 16 im Jahr und davon haben wir mindestens 10 österreichische Künstler. Wir haben bei unseren Veranstaltungen auch Linedance-Gruppen aus dem In- und Ausland. Bei der All-Style-Gruppe bedanke ich mich übrigens bei der Brigitte für den Vorverkauf und bei der Ulrike, weil sie die All-Style-Gruppe jetzt wirklich übernommen hat und haben bei unseren Veranstaltungen in der Stadt oder in Schönbrunn immer Gäste auch aus dem In- und Ausland. Und dann bedanke ich mich bei allen Sponsoren, Unterstützern, Spendern, die dieses Fest heute möglich gemacht haben. Die Halle ist wirklich wunderschön. Und jetzt spielen wir mal einen Song von U-West. Aber ich bitte, es sind heute alles Live-Aufnahmen, die es am Samstag am 24.11. gespielt haben. Everybody's heard of Mrs. Sam. Everybody knows she sings well. Every Christmas Eve she sits up all alone and waits till the boys know her. He says, don't you cry over in Mrs. Santa Claus. After all these years, drained their load away. Santa Claus, and I'll be home before it's Christmas Day. All the moves to make a choice for Santa Claus. Spend your night off the whole on you. Singing songs and dancing around the Christmas tree. Your name is Santa Claus, isn't you? They sing, don't you cry over it, this is Santa Claus. The reindeer know their way. Pingo, ho, ho, I love you, Mrs. Santa Claus. And Santa will be home on Christmas Day. Wege bedanke ich mich gleich einmal bei U-West für die tolle Performance, die sie geliefert haben und die auch Platz gelassen haben für die anderen Künstler, die als Spezialgäste waren. Und jetzt da sprechen wir mal ein bisschen über unsere Canadian Stompers, die gibt es seit März 2014. Da haben wir mit einem Anfängerkurs begonnen beim Weindorfer, da möchte ich mich auch bedanken. Unser jetziges Stammlokal ist in 1230 Wien, Draschegasse 38, Gastos Kochi.
Danke, wir haben da meistens einen Saal für uns alleine. Wir machen auch die meisten Veranstaltungen beim Coachy. Und das funktioniert wunderbar. Und einmarschiert sind die Canadian Stompers. An der Zahl waren es ca. 50 mit Hochzeichersang, ganz einfach. Down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down a river and we see the British come, and there must have been 100 of them beating on the drum. They stepped so high and they made the bugles ring. We stood beside our cotton fields and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said we could take them by surprise. If we didn't fire our muskets till we looked them in the eye. We held our fire till we see their faces well. Then we opened up our squirrel guns and really gave them well. We fired our guns and the British kept them coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it. Well, down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Also das sind mindestens 50 Canadian Stompers durch den Saal marschiert in Cha-Cha-Cha-Schritt. Es war ein Traum. Danke an die Canadian Stompers. So we grabbed an alligator and we fought another round. We filled his head with cannonballs and powdered his behind. And when we touched the powder off, the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they ran through the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't catch them on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. So, jetzt haben die Canadian Stompers sind einmarschiert. Und dann wurde gemeinsam, übrigens nicht vergessen, ich möchte mich noch bedanken bei den Canadian Stompers, für die mich unterstützt haben bei der Planung, bei der Schmückung, bei der Gestaltung vom Tischschmuck und jetzt beim Saalschmücken. Danke. Und also die Canadian Stompers marschierten ein bei Battle of New Orleans und dann wird gemeinsam der Eröffnungstanz Canadian Stomp getanzt. Wow, was für ein Empfinden. Der Saal gefüllt mit Freunden, Bekannten, aber vor allem mit vielen Line-Dance-Freudigen, die sich für Verbundenheit im County-Tag bewegten. Ein unvergessliches Erlebnis, welches Gänsehaut verursacht. Das war eine Stimme aus dem Facebook. You better be on time. Any man of mine will say it fits just right. When last year's dress is just a little too tight. And anything I do will say better be okay. When I have a bad hair day. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, I'm
see another woman's looking better than me. And when I cook them dinner and I burn it, like you better say, mmm, I like it like that, yeah. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, yeah. Also da man ja da ein Radio haben, möchte ich nochmal beschreiben, wie das von der Bühne ausgeschaut hat. Wenn die Canadian Stompers mit ungefähr 300 anderen Line-Dance-Begeisterten getanzt haben, das war von der Bühne ein Bild, wirklich Gänsehaut-Feeling. Dafür bedanke ich mich auch bei allen meinen Gästen, auch bei den Bands. Jetzt sage ich kurz was zum Ablauf. Es war so, dann hat die Juwest einen Set gespielt, dann waren wieder zwei Künstler und wird beim Umbau immer, zwischen Umbau habe ich immer ein bisschen was über das LCR-Radio erzählt, wie es entstanden ist, wie die Sendungen sind, wer alle bei uns mitarbeitet, und das werden wir jetzt so auch halten. Aber ich kann halt die Sets von Juwest nicht spielen, deshalb spiele ich immer nur zwischen die Künstler ein Lied von Juwest, dann erzähle ich was ein bisschen über den Künstler, über ein Radio, und dann hören wir einen Künstler. Und das wird sich halt durch den ganzen Abend ziehen. Und ich fange jetzt einmal gleich an, ein bisschen über LCR-Radio erzählen. Eine Idee ist geboren. Dann haben wir doch, probieren wir das aus. Haben wir einmal die Bestimmungen, welches unser Radio haben sollte, festgelegt. Also bei der Vorbereitung 24 Stunden Musik, dass kein Ausfall ist. Es muss leistbar sein. Ja, es war ungefähr ein halbes Jahr Vorbereitung. Dann haben wir angefangen, der Alfred und ich. Wir haben vor 3 bis 5 Hörer unsere Sendungen gemacht. Heute haben wir weit mehr Hörer, und zwar auf der ganzen Welt. Dafür möchte ich mich auch noch bedanken. Und diese Feier wird aufgenommen. Also ist aufgenommen worden, wird eine Sendung erstellt. Die geht auch nach USA und Australien. Und jetzt möchte ich einmal ein paar Daten dazu sagen. Wir zahlen im Monat circa, naja, ist egal. Wir reden nicht über Geld. Und da bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch noch gleich bedanken bei unseren Mitgliedern und Sponsors. Wir zahlen Adcame, wir zahlen Musikrechte. Wir brauchen Equipment, ein halbwegs gutes, und so weiter und so fort. Und jetzt spiele ich euch einmal
noch ein Lied von Juvest und danach kommt der Brian. Tags. So, jetzt erzähle ich ein bisschen nochmal was über das Radio. Also ein unserer ersten Hörer war Edith Lang. Das möchte ich nicht sagen, weil wir haben, also möchte ich schon sagen, erzählt, sonst hätte ich es ja nicht erzählt. Wir haben ziemlich bald angefangen und dann hat der Alfred ziemlich gleich 14 Tage oder 3 Wochen später eine E-Mail gekriegt von Edith Lang, wo uns gratuliert hat für die tolle Sendung, was wir machen, und das erzähle ich ein bisschen was über unseren YouTube-Kanal, was wir haben, und zugleich auch über die Sendungen. Ja, wir haben erstens einmal die Themensendungen, die haben wir jeden zweiten Donnerstag abwechselnd mit dem Country aus Deutschland. Aber die Themensendungen haben der Alfred, ich, teilweise der Helmut auch gemacht. Und in der Zwischenzeit haben wir mehr als wie 100 schon auf unserem YouTube-Kanal. Der ist auch LCR Radio, der YouTube-Kanal. Dann haben wir noch eine zweite Sendung, County Radio Revolution, das hat der Kurt Binger mit dem Woodwater Fritz angefangen. Das wollte auch nicht in Schwung kommen und auf einmal hat es dann geklappt. Und in der Zwischenzeit haben wir schon 165 County Radio Revolution Sendungen mit Gästen, national und international. Da möchte ich mich gleich bedanken. Und jetzt geht's gleich weiter mit dem Brian Duxworth. Brian Duxworth ist Engländer, wohnt in der Steiermark, ist ein ganz, ganz toller, lieber Mensch. Und
Er singt hauptsächlich englische Songs, die geht in Country, Pop oder Rock hinein. Bitte hört sich an. Und danach kommt wieder ein bisschen US. I see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me my way. So rock me, mama, like a wagon wheel. I'm having a mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like the south. Looking wonderful tonight. Baby plays the guitar, I play the banjo now. Oh, yeah. Oh, no, the country is getting me down. That's my money, can't pick so I hate to be down. I ain't coming back to living this love life no more. So rock me, mama, like a rocket for me. Rock me, mama, any way you feel. I heard my baby call my name. I know I'm the only one live or die in Raleigh. At least I'm gonna die free. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Band takes longer to finish than I do. It's been a hard job just getting by with nine kids and a wife. I've been a working man, thank you all my life. I keep working. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. Drink a little beer and tell. Sing a little bit of this working man blues. Keep my balls to the grindstone, work hard every day. I
get a little tired of weekend after I draw my pay, but I go back to work. Gotta pay my new baby brand new shoes. Drink a little beer in the evening, cry a little bit of this working man blues. Sometimes I like to get away and do some bumming around. Pack my bill through the window, catch a train to another town. I keep working. Come on the mall, I'm right back with the crew. Drink a little beer in tavern, cry a little bit of this working man blues. Here come the working man. Been a welcome, that's one place I will be, and I keep walking. Come on, come on, I'm right back to the crew. Drink a little beer and tap, while it is working there. Thank you so much. Never meant to bring you any sorrow. Never meant to bring you any pain. Only wanted one time to see you that way. I only want to see you laughing in my purple rain. Purple rain, purple rain. So, das war Brian Duxworth. Wir bedanken uns. Danke, Brian, dass du gekommen bist und auch deine nette, hübsche Gatte mitgebracht hast. Das war ein toller Auftritt. Und jetzt erzähle ich wieder ein bisschen was über das Radio, über unsere nächste Sendung. Wir haben auch zum Beispiel jeden Montag oder jeden zweiten Montag Good Old Country mit Goofy, mit Gunter Friedrich. Da haben wir inzwischen auch schon über 30 Sendungen am Server, am YouTube-Server. Dann danke, der macht wirklich tolle, tolle Sendungen. Und jetzt tue ich mal weiter, noch einmal U-West und danach haben wir die Nancy Sue. Über die Nancy Sue erzähle ich noch U-West. Der erzähle ich über noch U-West noch ein bisschen was.
So, als nächster Stargast war Nancy Sue mit ihrem Partner Adi bei uns. Nancy Sue und Adi sind ein Ehepaar aus der Steiermark. Adi macht seit circa 40 Jahren Musik und die Nancy Sue ist seit 8 Jahren dabei. Als Duo sind sie unter dem Namen Picasso bekannt und spielen Tanzmusik. Sie haben eine große Band mit 5 Mann unter dem Namen Goldgenerationen. Und die Nancy Sue ist als Country-Sängerin unter dem Namen Nancy Sue natürlich unterwegs. Aber erst als sie Peter Jordan aus Wien gefragt hat, ob sie interessiert sei, bei ihm einen Song zu covern. Sie hat sich natürlich sehr gefreut und wir freuen uns, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Und jetzt hören wir einmal rein, was uns Nancy Sue so zu bieten hat. Gute Unterhaltung. Everything I've done, yes, Bobby.
Also danke Nancy und Adi, dass ihr da wart und dass ihr auch eure Freunde mitgenommen habt. Es war so toll, ihr habt es gehört, einen Applaus, ein Wahnsinn. Und was ich noch vergessen habe zum Song, die Nancy Sue ist in Belgien in den Charts Nummer 15 oder 16. Ich habe mir es leider nicht gemerkt, sie hat mir es gesagt. Und jetzt ist dann wieder weitergegangen mit You West.
Und horch mal rein. Kommen wir zum nächsten von LCR Radio. Jetzt möchte ich euch ein bisschen was über unsere Sonntagssendung am Abend erzählen. Da wiederholen wir natürlich Country Radio Revolution. Und anschließend haben wir 5, 6, 7, 8 Harris Line Dance Journal. Mit Harry Schalk sind sie in der Zwischenzeit auch schon 46. Der Harry Schalk ist Line Dance Trainer, Choreograf und unterrichtet unter anderem auch via Skype eine Landensgruppe in Kanada und ist sonst noch sehr viel aktiv. Das ist unsere Sendung für Sonntag. Die wird auch zweimal wiederholt. Und jetzt geht's zu unserem nächsten Gast, den wir gehabt haben. Das war
der John Briscoe, John, du bist wirklich super. Und das hat man dann gesehen an deinen Erfolg und an der Zugabe, das du machen hast müssen. Der John ist aus Briscoe, ist nämlich mit seiner Göttergattin Carrie Sunshine da, die einen Landens Club hat. John singt Country auf Mundart und macht seine eigene Musik, seine eigenen Texte. Die Texte sind aus dem Leben gegriffen. Er geht auf die Gefühle und singt natürlich im Mundart, meistens in Deutsch. Und hören wir mal eine gute Unterhaltung mit John Briscoe. Ich hab so viel versammelt, hab nur mehr gemacht, was die Leute haben wollen. Schwitzt so wie die Angst war groß, die Hände am Zittern, mein Sicht war bloß, aber verheiratet. Weil ich nicht wieder wo ich lebe. Und für die anderen Leute kommt und kriegt mehr. Dafür liebe ich mein Leben zu sehr. Denn verheiratet wunderschöne Liebeserklärung. Jahrelang hab ich mir gedacht, was ist denn los mit mir? War einmal jung und einmal jung, war fertig wie von dir. Dann ist passiert, ich hab's nicht glaubt, schon da wieder Angst vor dem Tor. Ich hab dich gesehen und wie was geschehen, jetzt kannst du mir aufwärts gehen. Ich mach die Augen ab und singen verlaute Fett.
vejledig sol i mine afgesæt. For langt er du ikke været i frost for højt, og det skrøverne beslag. Nu er alt bare sig ganske nav, men det er dog ikke nej. Men du, du er for nord, din lov til dem har fået. Men dir, I lost in my game. How did I make it even here? You're this living here. Point where make it nur mit dir on the side make the bread. Das kaust den anders hin. Nur des Fliegers will ich schauen, kann nur des Lebens schneiden. Denn du, du bist mein Gurt. Die Lohr sind immer früher. Mit dir ist Leben schenkt. Die Lohr sind immer gehen. Wie die Ordnung von mir lieber verliert, ich bin frei geboren. Frei geboren. Frei geboren. Ich mach nicht mal, was ihr wollt. Es ist mir egal, ich hab auch mein Stutz. Denn für mich gibt's nur mehr. Wenn ihr das nicht so seht und ihr mich auch nicht versteht, wieso ist vorbei mit uns, das geht's mir kaum. Ich lass mich nimmer schikanieren, will die Ordnung von mir nimmer verlieren. Miteinander alles morgen. Ich kann
so nichts passiert, wenn wir uns nicht aus den Augen verlieren. Und wenn wir uns alle respektieren, drum frage ich euch jetzt, ob es endlich kapiert, dass man uns nur einer verliert. Ich bin mit dem Maschinen, mit dem Hochdruck verlieren, niemand verlieren, ich bin frei geboren. Hey, hey, come on, zusammen! You, so, das war John Prescott, der uns nächstes Jahr bei unserem riesigen Country-Fest in Gastos Coche und Parkplatz für uns singen wird, eben mit Ronnie Nash, der als nächstes kommt, aber jetzt hören wir noch einen Song von You West, danach kommt der Ronnie Nash, der zu euch was, und jetzt habe ich noch eine Sendung, die jeden zweiten Donnerstag ist, nämlich Country-Musik aus Germany, abwechselnd mit Country International von Gunther Hildebrand. Gunther Hildebrand, seines Zeichen, ist 74 Jahre alt, wohnt, ist aus Deutschland, hat in Deutsch fürs deutsche Fernsehen und fürs Radio Country-Sendungen gemacht. Und jetzt geht's weiter mit You West. You better not cry.
möchte nochmal kurz was zu U West sagen. U West ist sicher eine der 10 besten, wenn nicht der 5 besten Bands in Europa. Und das nicht nur meiner Meinung nach. Sie haben x-mal gewonnen. Country Band des Jahres. Katharina, die Sängerin, ist, glaube ich, 7 oder 8-mal Country Sängerin des Jahres. Auch der Helmut ist Country Sänger des Jahres geworden. Also, ich bedanke mich, dass ihr alle bei uns wart. Und jetzt geht's weiter mit Ronny Nash. Ronny Nash ist aus Bayern, ist aus Rosenheim, Entschuldigung, ist Country- und Western-Ausstatter, macht da Country-Musik mit Band und feiert bei uns nächstes Jahr am 15. Juni mit uns zusammen sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Seine Band heißt Whiteline Casanovas. Da ist er da mit Band. Und heute hören wir alles aus seiner neuen, also aus seinem neuen Album. Und gute Unterhaltung mit Ronny Nash. It's like a wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man. That's the God of love. It can lift you up, never let you down, take you world and town and all around. Ever since time I've never been found, it's stronger than love. Struggling down, trouble that might stay in and lay down. Busy with the living that's blurry about a little girl like love. But when I see a mother's tenderness, and she holds a young close to the breast, and I thank God that the world is blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hands. It's like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man. It's the God of love. We can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time I've never been found stronger than love. Like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man. It's the God of love. We can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Shine a star to honestly and pride. All right. I wanna dance.
and so we knew the world from on the floor. I still haven't found the word for what I feel for you, my dear. Is there anything a word for the love, for my love? I can't find a big word for love. Ich habe zuerst noch einen Applaus gehört, die Zuschauer wollten unbedingt eine Zugabe. Deshalb hören wir die auch noch. Gypsy ride, yellow clover, and tangled mountain, and a night of sandy grain, where she held me to her bosom, just a boy of 17. I recall silver spangles in her eyes, I grew tears against the moonlight, and the tears of life.
Ihr Herz, was für eine Stimmung aus da geherrscht hat. Jetzt möchte ich euch bitte was vorlesen. Ein Brief von Ronny Nash. Ein Dankeschön an Günter Haas und sein Team für die Einladung. Und zugleich großes Kompliment zu dieser herrlich bunt gemischten und bestens organisierten Weihnachtsfeier im Haus der Begegnung in Wien-Liesing. Es war mir eine Freude und Ehre dabei gewesen zu sein. Hab viele nette Leute wiedergesehen. Bin mit sehr tollen Kollegen zusammengetroffen, mit denen man schon rein entfernungstechnisch eher selten gelegen hat, sich kennenzulernen. Zu den Shuttle kennenzulernen und sich auszutauschen. Ein wirklich schöner Trip. Danke an Joachim Sonnendorfer fürs Shuttle und all unsere Gäste für den zahlreichen Besuch und die tolle Stimmung. Großes Lob an unsere Kollegen von U-West, was den musikalischen Rahmen dieses Abends angeht. Tolle Country-Mus, absolut gekonnt dargeboten, sehr angenehm abgemischt. But noch least, Dankeschön an Erwin Lestern und den Kollegen von LCR Weihnachtsfest mit U-West und die vielen schönen Erinnerungsfotos. Euch allen noch eine gute Woche. See you, Ronny Nash. Also Ronny, dieser Dank geht zurück und wir freuen uns, dass wir dich nächstes Jahr 2019 begrüßen dürfen. Und jetzt haben wir wieder einen Song von U-West. Dann erzähle ich ein bisschen was über Frankie 14. Und so jagt halt eine Sensation die andere. Und gleich zugleich auch Danke und das tolle, wirklich tolle, tolle Publikum. Es war uns eine Freude, mit euch zu feiern. Some guy just tore your world apart, and you came here to drink away that broken heart. You're looking for someone to make that feeling go away, but before you plan that one night stand, I got one thing to say. If you're gonna make a big stay, then I'm the one for you. My heart's so broke, it doesn't beat, it plays a 12-bar blues. I've been hurt so many times, and feeling bad comes naturally. So take my love and give your broken heart to me.
vacant eyes at that old cowboy at the bar. But take my advice and just think twice before you go too far. If you're gonna make a big mistake, then I'm the one for you. My heart's so broke, it doesn't beat, it plays the 12-bar blues. I've been hurt so many times, that feeling bad comes naturally. So take my love and give your broken heart to me. So, und jetzt geht's weiter mit Frankie Fortin. Frankie Fortin ist unter anderem Obmann der Tigerfeet Landdancer, die auch zahlreich vertreten waren. Dann hat er einige Boogie Crackers, ist er dabei. Jazzy Jazz und Frankie Fortin. Dann ist er bei der Flowville Band ist er dabei, also ist sehr, sehr umtriebig, unser Frank, singt unter anderem Country und hätte Hörmann auch wieder, hört mal eine, Frankie Fortin, übrigens, Frankie Fortin ist schon seit dem Anfang dabei bei unserem Festen, also 2008 war, habe ich nachgeschaut, war er schon das erste Mal bei uns, also schon vor 10 Jahren. Auf diesem Weg möchte ich mich bedanken bei dir, Frankie, für die tolle und langjährige gute Zusammenarbeit. Es ist zwar nicht regelmäßig, aber doch immer wieder. Also danke, Frankie, und jetzt hört sich Frankie Fortin an. Danach habe ich noch eine kleine Pressemeldung und viel Spaß mit Frankie Fortin. Turn the lights down low. With some music don't shout so. Maybe we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. I never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your friend. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door until the lights down low. Music gonna start to slow. Maybe we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. I never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on.
Dance floor up in my room. I hope you get here.
Frankie 14, einer unserer Haus- und Hofkünstler sozusagen, weil wir schon seit 11 Jahren mehr oder weniger regelmäßig zusammenarbeiten. Dann danke nochmal dafür, Frankie 14. Und jetzt möchte ich noch eine Pressemeldung vorlesen. Es bedarf gar nicht vieler Worte. Danke an Günther Haas für dieses Weihnachtsfest, von denen es hoffentlich noch viele geben wird. Nicht nur die gewohnt gute Musik von New West, sondern auch noch viele verschiedene Interpreten in den Pausen haben dafür gesorgt, dass wir unser Tanzbein schwingen konnten. Auch muss man den guten Service im HDB Leasing erwähnen. Es war laufend Personal für Bestellung und Abräumen da. Und zu guter Letzt auch noch das Datum, das zum Glück nicht in der Adventszeit gewählt wurde. Alles in allem ein wirklich gelungenes Fest, an dem wir Sun Valley Line Tänzer sicher wieder teilhaben werden. Ich bedanke mich auch für die lobenden Worte und auch ich war nur ein kleiner Teil von diesem Fest, weil wie jeder Veranstalter weiß, allein ich geht nichts. So, jetzt hören wir noch mal You West, dann kommt noch Dado El Dorado, dann haben wir noch ein Lied von der Nancy Sue, weil die hat vorher nur Gitarre und gesungen und jetzt haben wir noch nochmal nennt sie so, dann kommt noch die Ende, also ein bisschen habt ihr noch Zeit, eure Tanzschuhe zum Glühen zu bringen.
she hid his glasses because she know that he can't see. She said you ain't going nowhere, boy, just spend a little time with me. And a voice called from a honky tonk, said there's a party going on down here. Well, she might have took his car keys, but she forgot about his own John Deere. Give me just one more last chance before you see me through. I know I tried to crazy. It's the best that I can do. We're just some good old boys and making noise and running around on you. Give me just one more and last chance before you see me through. So, das war nochmal You West. Und jetzt da kommt unser letzter Gast, oder vorletzter Gast, nämlich der Dado Eldorado. Dado Eldorado kennt jeder, er spielt mit seiner Band, dieser Solo-Sänger zu buchen. War auch schon bei uns bei Country Radio Revolution. Und auch danke, Dado, dass du noch gekommen bist. Ich freue mich. Und gute Unterhaltung mit Dado Eldorado. Danach hören wir nochmal New West. Nennt sie so und so nähern wir uns Schritt für Schritt dem Ende. From Dixie.
tonight. I'll be alone.
had an old friend of mine. It's really true, this town she's leaving, going back to New Orleans. Or maybe I'm back to Tennessee, spend a little time with family. But she knows this time of year it's raining. Tennessee rain keeps calling, calling. Turn the page another day. Tennessee rain keeps falling, falling. Keeps on falling. Everything is going great. Bought a little house on a silver lake. It never felt like home there inside. She never asked me what went wrong. Why life is so short and forgetting so long. But even by now, she knows. Tennessee rain keeps calling, calling. Turn the page on another day. Tennessee rain keeps falling, falling. Keeps on falling. So, das war nochmal You West, wo mich auf diesem Weg gleich bedanken möchte bei You West für das tolle, wirklich tolle, tolle Zusammenarbeit. Und dass ich bitte, das muss man auch erwähnen, You West 2 Schritte zurückgenommen habt, um auch die anderen Künstler leben zu lassen und sie in Rampenlicht stehen zu lassen. Das finde ich sehr, sehr toll für so eine tolle Band. Und jetzt hören wir noch Nancy Sue, dann noch nochmal You West mit Remember When. Und dann ist schon ziemlich das Ende. Dann jetzt noch ein bisschen tanzen und viel Spaß. Was it right or wrong?
little feet was the music
dancing week to week, brought back the love we found. Trust thou'll be never give it up. Remember when. Remember when 30 seemed so old. Now looking back, it's just a stepping stone to where we are, where we've been. Said we'd do it all again. Remember when. When we turn gray, when the children grow up and move away, we won't be sad, we'll be glad for all the life we've had. And we'll remember when. Remember when. Remember when. Almost never. So, jetzt möchte ich euch noch eine kurze Pressemeldung vormelden. Also aus Facebook. Es war eine wunderschöne tanzreiche Feier mit toller Musik von U West, Frankie 14, Ronnie Nash, Brian Duxworth, Tato El Dorado, John Briscoe und Nancy Sue mit ihren Adi. Ich bedanke mich auch an allen, die das Fest so unvergesslich machten. Besonders an meine Göttergattin Angelika und alle meine Canadian Stompers und meine Mitarbeiter beim LCR Radio. Ohne euch wäre das nicht so gegangen und so ein tolles Fest geworden. Und auch bei euch, an den Zuhörern in der ganzen Welt, ihr seid einfach die Besten und ihr hört auch den besten Sender. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und guten Abend. Und wenn ihr wollt, könnt ihr Wiederholungen hören. Das wird im Facebook gepostet durch den Alfred. Ich denke, einmal ist Dienstag am Abend und das nächste Mal weiß ich noch nicht. Das müssen wir erst besprechen, wenn wir einen Sendeplatz haben. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit www.lcrradio.at. Das ist die Engstation mit allen zusammen. You best. Teardrops in my eyes, country road.